Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Novigrad immer noch. Und ich habe jetzt schon mal die Quest markiert, die wir in Angriff nehmen. Ja, auf der Fährte. Das ist auch hier in Novigrad, da latschen wir dann mal eben hin. Zwischen den Folgen habe ich gesehen, wir sind schon Level 19. Kinder, das ist... Was? Die denn? Name. Oh, hallo. Level 19 sind wir schon. Ich weiß gar nicht, wo der Maximallevel hier liegt. Wenn du das da draußen weißt, kannst du ja mal in die Kommentare hauen. Ich glaube Level 30, ne? Zumindest startet mit Level 30 das erste DLC von zwei, die wir, glaube ich, haben. So. Würde ich ja, aber ich kann ja nichts machen. So. Wollen wir schnell reisen? Wett. Gehen nach Faro und suchen Hammer. Schnell reisen. Gut. Wo ist denn der? Ich glaube, der veräppelt mich doch jetzt gerade, oder? Notfall, falls das erste Stötter. Abgeschlossen. Geh nach Faro und such Hammer. Wieso markiert er den Schnellreisepunkt? Ah. Ja, und nu? Das verwirrt mich gerade. Immens. Oder ist denn WLAN? Kann ich WLAN nicht aussuchen? Weltkarte? Leertaste Weltkarte? Wählen? Haben auch einiges nicht gemacht, ne? Ne, wir sind doch wieder nur... Nochmal Leerkarte. Novigrad, wählen. Wüsima? Was, Wüsima? Ja, das Burg Wüsima. Der Explorer wieder. Kehr mal hin. Ja, dann, keine Ahnung. Dann machen wir... Das erstmal nicht, sondern wir gehen uns die Rüstung craften. Hat man in den letzten Folgen schon oft angekündigt, nie gemacht. Da machen wir es jetzt. Beim guten Fergul, dem Schmied. Ja, Plötze ist... Ich weiß es nicht. Egal. Komm, noch. Es ist noch früher Morgen, verzeih mir. Ja, Katze. Katzenschulenausrüstung, die hätten wir nämlich gerne. Papa hat gesagt, du hast das Kissen. Ja, hab ich. Wir müssen den Stall auszahlen. Das habe ich gemacht. Vielleicht können wir bei ihm auch direkt wieder verkaufen. Er müsste ja eigentlich die Taschen wieder voller Geld haben. Gold, Floren, wie auch immer. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. So, da ist er. Fergul. Fergus, der Schmied. Fergus. Wie kann ich helfen? Jetzt erstmal verkaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. 234, er hat nicht wirklich viel verkauft. Reparieren können wir mal eben. So, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Geld und jetzt können wir ihm wieder Geld abzwacken. So, handeln.
verkaufen, verkaufen. Ist doch schon pleite. Ich glaub's nicht. Bisschen grauen Kram. Das war's schon. Gut, dann gehen wir mal raus. Gehen wir komplett raus. So. Ich brauche eine Rüstung. Genau. So, und das war diese Katzengedöns. Großmal, um Brownie freizuschalten, ja. So, das waren die Handschuhe. Verbesserte Katzenhandschuhe. Die sind jetzt Level 23, ich Idiot, ne? Lass mal im Inventar gucken. Habe ich die jetzt hier drin? Verdammt! Verdammt! Okay, wir müssen also erstmal die normale tragen. Ist so gemein. Wir machen mal den Rest und dann schauen wir mal, ob wir uns die normalen nochmal herstellen lassen können. Hose. Katzenhose. So. Katzenbrust. Haben wir die auch? Gibt's da sowas? Zutaten fehlen. Was? Was fehlt denn? Katzenrüstung. Hemd. Ein Hemd fehlt uns. Okay. So, Katzenrüstung. Stiefel. Katzenstiefel. Verbesserte Katzenstiefel sind jetzt nicht drin. Was denn mit den Schwertern? Macht er die nicht? Frage. Hose. Lups. Handschuhe. Plunder. Muss ich die selber machen? Ich weiß es nicht. Aber komm, dann machen wir mal eben die Hände noch. Okay. Ich glaube, wir können jetzt verkaufen. Ja, jetzt hat er genug Kohle. Tschüss. Tschüss, tschüss. Haben wir quasi alles umsonst gekriegt. Die können wir noch nicht anlegen. Jetzt hat er auch nur noch 17 Kröten. Ja, wie kriegen wir denn jetzt das Schwert? Plunder, Stiefel, reparieren. Ja, wir gehen mal raus. Handschuhe. Plunder, Oberkörper. Wir gehen mal komplett raus. Über den. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Reparieren. Verbesserung entfernen. Zerlegen. Ja, jetzt bin ich echt überfragt. Wir kriegen... Leb wohl.
Einige Dorfjungen haben sich zusammengetan. Sie vielleicht? Was kann ich für dich tun? Was hast du auf Lager? Du hast einen interessanten Akzent. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Okay, Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Was kannst du herstellen? Okay, sie... Boah, 3000 Kröten hat die. Uja. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber sie handelt nur, leider. Vielleicht können wir es selber herstellen. Das wäre natürlich eine Option. Was ist das? Kleine Artglyphe. Alles kleine Glyphen. Brauchen wir eine Menge. Schema, Gesellenrüstung. Ja, nehmen wir mit. Das ist cool. Das ist nice. Was ist das? Zerschlissene Satteltaschen brauchen wir nicht. Glyphe, 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 Glyphe. Okay, dann gehen wir nochmal eben raus. Dann schauen wir mal, ob wir es selber herstellen können. Leb wohl. Leb wohl. Küsschen. So. Okay. Wie sieht denn das aus, Geralt? Gib das nicht in schön? Verdammt. Können wir selber herstellen? Charakter, Meditation, Bestiarium. Alchemie. Ah ne, das Alchemie. Tutorial, also Charaktere, Bücher. Da kommt jetzt Handwerk. So. Katzenarmbrust Level 29 ist sowieso ein bisschen too much. Armbrustbolzen? Nein. Handschuhe? Silberschwert. Wir können es selber herstellen, okay. Nur Waffenschmiede können Waffen und nur Rüstungsteile. Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. Suche nach Symbolen, die ihre Standort auf der Karte. Okay. Okay, okay, okay. Dann, wie sollen wir denn jetzt bitte einen Waffenschmied finden? Kann mir das jemand verraten? Alles, allgemein. Quest, Erkundung, Händler und Handwerker. Waffenschmied. Hier kannst du Waffen herstellen. Okay. Dann gehen wir dahin. Wir konnten nochmal einen Plötze rufen. Nein, so nicht. So auch nicht. War das X? X war's. Wir haben Plötze verloren. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Einige Dorfjungen haben sich zusammengetan. Weiter so, Plätze. Ja. Auf der Straße transportiert. Jeder wird Level 23 erst die Verbesserung. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. Rasiermesser. Schneller. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächste Quest machen. Oder das war einfach mal nur erkunden. Mach langsam. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Ja, das sollte man nie machen, einem Hexer blöd kommen. So, Schwarzzweig. Bitte sehr, danke sehr.
Und dann können wir auch Skillpunkte mal langsam vergeben. Die Götter haben sich von uns. Wo soll der sein? Da soll er sein. So, mein Freund, ich habe gehört, du kannst mir ein Schwert herstellen. Jemand hat meine Puppe geklaut. Freund? Haben wir hier noch Queste offen, dass er nichts für uns macht? Kinders. Ja, dann, wieso? Hallo? Ich glaube, wir haben ja noch irgendwie eine Quest offen. Gut, schauen wir mal durch. Dann questen wir erstmal ein bisschen weiter. Queste, so. Auf der Fährte, das, weiß ich nicht wohin. Fliegende Fäuste, Rennen, Gwind. Eine schwarze Perle. Treffen wir bei den Angriffen nördlich von Arimbjorn. Die ist relativ neu, die Quest. Gwind, Gwind, Gwind. Freiwilliger, schau dich in der Umgebung um. Als Geralt durch die sonnigen, aber vom Krieg zergezeichneten Lande nahe Ochsenfurt zog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch. Etwas, das nach etwas schiefem Gesang und dem Brüllen eines eingeklemmten Schweins klang. Geralt war ja aber ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gegangen wäre. Was haben wir hier? Welches? Oh, hier sind ja noch ein paar Level 12er. Auge um Auge, triff Rosch in seinem Lager. Wo ist das? Das ist, ja. Versteckter mährischer Freischäler. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jutti, dann machen wir das. Aber die Rüstung gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass sie verbessert in der, Dieser verfickte Kater. Was? Was? So, Aufi, komm. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Was? Das habt ihr nicht gehört. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut und danke schön fürs Zuschauen, auch wenn nicht viel passiert ist, aber wir haben zumindest mal die Rüstung, das wäre schon mal viel wert. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du das hier siehst und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.